Sieh dir den an. Das ist definitiv der richtige Tempel. Na, das sieht wirklich wie der Chintamani-Stein aus. Hier muss irgendwo der Eingang versteckt sein. Warte, den Kerl kenne ich doch. Es muss irgendwas mit den Armen zu tun haben. Warte, ich sehe mir das mal näher an. Okay, ich warte hier unten. Oh, mir reicht's schon, dir zuzusehen. Gut gemacht. Du bist wirklich unglaublich. Komm rein, das Wasser ist toll. Nein, du willst doch nur, dass mein T-Shirt nass wird. Okay, gut. Sehr schön. Danke. Mann, hast du Glück. Geschafft. Okay, hey, komm, gib's zu, du bist beeindruckt. Bin ich. Kriegst eine Banane. Bist du okay? Bin okay. Geschafft. Okay. Okay. Was machen wir jetzt? Warte mal. Was ist? Chloe, das ist nicht einfach ein Dolch. Das ist ein Schlüssel. Sehen wir mal, was er öffnet. Ist echt gruselig, aber sag A. So, tut sich was? Das Wasser läuft an. Und? Ich habe die Tür gefunden. Geschafft. Also, eigentlich war ich das. Komm ja schon.
Was denkst du? Bereit? Ladies first. Wie du wünschst. Zum Glück habe ich keine Klaustrophobie. Weißt du, irgendwie ist es hier romantisch. Okay, wo sind die Pralinen und Blumen? Du stehst doch gar nicht auf Pralinen und Blumen. Du kennst mich so gut. Versprich mir, dass du uns nicht 30 Meter unter der Erde lebendig begräbst, ja? Würde ich nie tun. Ne. Es geht etwas nach unten. Okay, ich komme. Nicht tief. Ja, ich hab mich wohl verschätzt. Was hältst du davon? Sieht aus wie ein Baum. Und was hat das mit dem Chintamani-Stein zu tun? Das weiß ich. Hier unten öffnet sich was. Okay. Was jetzt? Nicht nach! Geschafft! Machen wir, dass wir rauskommen! Sorry, mein Leben zieht gerade noch an mir vorbei. Okay, komm, mir nach! Puh, ich habe Hunger. Sieht aus wie der Purba-Dolch. Aha. Diese Lichter aktivieren ihn wohl. Diese Spiegel sind wohl wichtig.